Herzlich willkommen zum heutigen Webinar Selbstmanagement und Karriereplanung, ein Access-Webinar in Kooperation mit Squeakernet. Schön, dass Sie sich heute alle zugeschaltet haben. Besonders begrüßen möchte ich den Business Coach und heutigen Experten, Herrn Jens Glende. Guten Abend, Herr Glende. Guten Abend, Frau Pilkun. Ja, heute geht es um das Thema Selbstmanagement und Karriereplanung. Wir werden zunächst kurz Access vorstellen. Dann wird sich Herr Glende, unser heutiger Experte, vorstellen und auch Squeakernet vorstellen. Danach steigen wir ein in die Thematik Selbstmanagement und Karriereplanung und die Unterpunkte persönliche Lebensvision, ausgewogene Zeit- und Lebensbalance, Lebensprioritäten, der Dringlichkeitsfalle entfliehen und werden am Anschluss natürlich Ihre Fragen zu den Themen beantworten. Zwischendurch können Sie gerne auch Fragen stellen. Wenn die gerade passen zu der Thematik, werde ich die mit aufnehmen. Ansonsten, wie gesagt, am Ende des Webinars ist genug Platz für Ihre Fragen. Wir werden auch zwischendurch drei Umfragen einstreuen. Da bitte ich Sie teilzunehmen. Und ganz am Ende des Webinars erfolgt nochmal eine Endumfrage. Da bitte nicht gleich wegschalten, sondern sobald ich das Webinar beendet habe, tauchen die Fragen auf Ihrem Bildschirm auf und ich würde Sie bitten, die Fragen dann auch noch zu beantworten. Steigen wir ein mit der kurzen Vorstellung von Access Kelly OCG. Wir sind seit über 20 Jahren Karrieredienstleister für akademische Nachwuchskräfte. Wir haben in den letzten 20 Jahren über 500 Career-Events zu verschiedenen Themen durchgeführt, einmal für Studierende und Absolventen, aber auch für Professionals. Wir sind seit 2007 Teil der Kelly Outsourcing und Consulting Group, deswegen nennen wir uns jetzt Access Kelly OCG. Wir bieten, wie gesagt, seit über 20 Jahren Karriere-Events für Studierende, Absolventen und Professionals. Da zeige ich Ihnen auch kurz gleich ein Beispiel. Dann haben wir Informationen zu Förderprogrammen, Praktika und Trainee-Stellen auch immer. Da können Sie sich auch gerne näher informieren. Und wir bieten Karriereinformationen über zum Beispiel unsere Webinare wie heute. Wir haben aber auch ein Newsletter und eine Facebook-Fanpage, wo Sie sich näher über uns informieren können. Die nächsten Events, die wir Ihnen anbieten, ist einmal im Bereich Banking und Finance und zum anderen der Women in Technology. Das sind zwei verschiedene Zielgruppen. Einmal im Banking und Finance Wirtschaftswissenschaftler, Wirtschaftsinformatiker und Wirtschaftsmathematiker. Zum anderen im Women in Technology Wirtschaftsinformatikerin, Wirtschaftsingenieurwesen und Naturwissenschaften. Beide Events finden in Frankfurt statt. Sie sehen, wir haben verschiedene Unternehmen mit dabei und mit nur einer Bewerbung können Sie sozusagen alle die Unternehmen, die hier jeweils stehen, an dem einen Tag kennenlernen. Wie gesagt, auch hier nochmal die Links dazu, wo Sie sich informieren können. Kommen wir jetzt zu Herrn Glende. Herr Glende. Danke, Frau Pilkun. Ja, wie Sie sehen können, meine Firmierung ist Jens Glende Business Coaching and Consulting. Das heißt, Business Coaching ist einer meiner Schwerpunkte. Consulting bezieht sich dann noch auf weitergehende Dinge wie Management-Trainings, Aufstellungsarbeit und auch Organisationsentwicklung. Von der Ausbildung her bin ich Diplom-Kaufmann, das heißt, ich habe Betriebswirtschaftslehre studiert mit Schwerpunkten im Personalbereich und im Marketing, war einige Zeit in der Unternehmensberatung tätig und dann vor allen Dingen 9 Jahre lang bei Henkel in Düsseldorf als Product Manager. Das ist so klassisches Konsumgütermarketing. In dem Bereich Konsumentenklebstoffe war das und die bekannteste Marke ist wahrscheinlich Pritt, die Sie alle kennen. War da für den deutschen Markt zuständig, habe da auch ein Team geführt und habe mich dann 2009 als freiberuflicher Business Coach selbstständig gemacht. Bin auch ausgebildet darin, vom DBVC anerkannte Ausbildung dann gemacht und habe verschiedenste Netzwerkpartner für Projekte, die ich selber alleine nicht abwickeln kann, weil eben entsprechend mehr Berater oder Trainer notwendig sind. Bei EQ Consulting zum Beispiel haben wir gerade ein Netzwerk gegründet zur Unternehmenskultur, Veränderung und dort auch wesentlich stärker die Regeln in der Natur mit in die Unternehmenskultur einzubringen. Das heißt, wie können wir alle entsprechend fairer und empathischer miteinander umgehen, weil das ein immer größeres Thema wird in der Führungskultur und in der Führungslandschaft in der beschleunigten Zeit. Ein anderes Schwerpunktthema von mir ist Stressmanagement und Burnout.
Einige haben vielleicht von Ihnen auch das Burnout-Webinar hier besucht oder teilgenommen mit Access. Und an den Referenzen können Sie sehen, dass ich nicht an bestimmte Unternehmen oder Branchen gekoppelt bin oder spezialisiert bin, sondern die Themen sind für mich die wichtigsten. Und das ist eben neben Stress und Führung dann auch Karriereplanung und auch das Thema Burnout, was sehr stark mit Stress natürlich zusammenhängt. Und weitere Informationen finden Sie über den Link auch noch bei semigator.de. Und später werden Sie diese Folien auch noch auf der Website von Access wiederfinden, wo Sie dann auch entsprechend dann auf die Links klicken können. Dann noch, wie Frau Pilkun schon angekündigt hatte, eine kurze Vorstellung von Squeakernet, die ja heute auch der Kooperationspartner mit Access sind. Squeakernet ist mit 80.000 Mitgliedern seit 10 Jahren bereits das Karrierenetzwerk für Top-Talente. Und auch ein führender Verlag für Bewerbungsbücher, die Sie inzwischen noch alle als E-Book bekommen können. Und was heißt Top-Talente? Das heißt, viele High-Potentials oder auch Studienabgänger mit großen Erwartungen und guten Qualifikationen finden Sie bei Squeakernet auf diesem Internetportal und die stellen dort ihre Erfahrungsberichte zur Verfügung, in denen dann der Bewerber und Mitarbeiter ungeschminkt über die Erfahrungen mit dem Arbeitgeber berichtet. Das heißt, von verschiedensten Praktika oder Jahren, die man in bestimmten Unternehmen gearbeitet hat, können Sie dort Berichte einsehen, sich austauschen mit den anderen Mitgliedern von Squeakernet und können darüber eben einen Einblick erlangen in verschiedenste Arbeitgeber, die Sie sonst so nicht bekommen würden. Und Sie haben mit dem heutigen Webinar auch die Möglichkeit, über diesen Einladungscode kostenfrei bei Squeakernet Mitglied zu werden, indem Sie einfach auf den Link später klicken mit Squeakernet Einladung und Webinar 2015 eingeben und können dann, wie gesagt, Mitglied bei Squeakernet werden. Und Sie finden dort auch Artikel von mir in der Rubrik Karriere und dann, wenn Sie weiterklicken, auf Berufsaufstieg. Und dort finden Sie unterschiedlichste Themen, die mit Berufsaufstieg und Karriere zu tun haben, unter anderem von mir, aber auch von anderen Autoren. Ja, wir würden jetzt, nachdem wir uns vorgestellt haben, kurz von Ihnen wissen, damit wir da im Webinar jetzt drauf eingehen, was Ihr aktueller beruflicher Status ist. Da würde ich Sie bitten, kurz anzukreuzen, ob Sie bereits berufstätig sind, mehrere Jahre berufstätig sind, Student, Studentin sind oder Absolvent. Dann würden wir gleich die Umfrage freischalten, damit wir die Ergebnisse sehen können. Das heißt, die meisten sind Professionals. Okay, das heißt über 3 Jahre Berufserfahrung also. Okay, also da wird es dann insbesondere um die weitere Karriereplanung gehen, nach der Karriere, die Sie bisher in den ersten 3 Berufsjahren dann schon haben. Okay. Gut, dann steigen wir ein ins Thema und ich spreche einfach ein bisschen lauter in der Hoffnung, dass Sie mich gut verstehen dann. Und wir kommen damit zu der persönlichen Lebensvision, mit der wir beginnen. Was hat das jetzt mit Selbstmanagement und Karriereplanung zu tun? Das bedeutet, wenn ich selber keine Vision von mir habe, dann weiß ich ja auch nicht wirklich, was ich im Leben will, wo ich stehe und dann kann ich auch schwer meine Karriere wirklich planen und mich selber managen. Deswegen sollte das am Anfang stehen, dass wir uns alle einen Überblick verschaffen, was wir denn im Leben erreichen wollen. Und das hat ganz viel mit der Frage zu tun, was ist mir wirklich wichtig? Das wirklich könnte man eigentlich noch 3-mal nennen, wirklich, wirklich, wirklich wichtig. Da gibt es nämlich ganz viele Dinge, die uns da vielleicht sofort einfallen, aber es geht hier um das ganz Zentrale, was uns bewegt im Leben und was wir am Ende des Lebens auch erreicht haben wollen. Und das erfordert eben Zeit und auch innere Ruhe. Das haben wir nicht zur Verfügung in einem normalen Alltag, wenn wir betrieben sind oder im Stress sind, sondern dafür brauchen wir Zeit und Ruhe. Und es kommt in der Regel nicht von außen, sollte nicht durch andere vorgegeben sein, sondern sollte aus uns herauskommen. Denn wenn es von anderen vorgegeben wird, ist es ja nicht meine eigene Vision, sondern von dem anderen vorgegeben. Oder wenn ich mich an anderen orientiere, dann ist es auch wieder nicht meine eigene Vision, sondern ich lehne mich an anderen an. Und das kann auch zu Erfolg führen, aber die Frage ist dann, ist es mein eigener Erfolg? Ist es wirklich der Erfolg, den ich erreichen wollte? Oder bin ich einfach nur in Fußstapfen von anderen getreten und habe mich selber gar nicht wirklich gelebt? Und gerade wenn wir jetzt viele Professionals dabei haben, wissen wir wahrscheinlich, dass am Anfang vielleicht
die Anlehnung noch stärker ist an Dinge, die man schon kennt oder die man auch von anderen gut findet, und man versucht, ihn ein Stück weit nachzuahmen, und das ist am Anfang total in Ordnung. Aber irgendwann kommt man an den Punkt, wo man merkt, was ist es denn, was mich wirklich bewegt? Und jetzt habe ich viele Dinge vielleicht schon erlebt in meinen ersten Berufsjahren, aber was ist jetzt das, was ich wirklich will? Und man kommt auch häufig an einen Punkt, den ich bei Klienten im Coaching immer wieder dann auch erlebe, die eine gute Karriere schon hingelegt haben, die aber merken, ja, ich könnte jetzt so weitermachen, aber ich weiß gar nicht, ob ich das will. Und ich habe mich noch nie wirklich gefragt, was will ich eigentlich? Und das hat ganz viel mit dem Thema Neuorientierung dann manchmal auch zu tun. Und darum geht es auch bei dem Thema Lebensvision. Das heißt, die Alltagsgedanken hinter sich lassen, neue zukunftsweisende Gedanken kreieren und die Wahrnehmung auf das langfristige Ganze richten, nicht auf das, was sehr, sehr nahe liegt und vielleicht schon irgendwo klar ist. Und man kann den einen Weg gehen, den ich hier unten angedeutet habe, über die Tagen, über die Wochen hin zu Monaten, Jahren, um zu Visionen zu kommen. Sie können den Weg aber auch rückwärts machen, dass Sie sagen, ich springe mal ganz ans Ende meines Lebens und schaue von dort aus, wenn ich mich in diese Situation versetze, was möchte ich denn eigentlich da über mein Leben sagen? Und dann können Sie von dort aus zurückplanen. Und das gibt Ihnen ganz viel Eindruck darüber, was Sie als nächstes tun sollten, um ganz später mal dort anzukommen, wo Sie hinwollen. Und dafür müssen wir uns eine Auszeit nehmen. Das heißt, wir brauchen Zeit und innere Ruhe, wie wir gerade gesehen haben. Und das ist unerlässlich, sich aus dem Alltag an einen ruhigen Ort zurückzuziehen, um wichtige Entscheidungen treffen zu können. Das können ganz unterschiedliche Orte sein. Es kann auch zu Hause sein, wenn Sie dort wirklich für sich Ruhe haben. Ich empfehle, wenn Sie es wirklich tief machen wollen, gehen Sie lieber an einen Ort, der besonders ist, der nicht zu Hause ist, sodass Sie auch von diesen alltäglichen Gegebenheiten wegkommen und auch frei nochmal ganz neu denken können. Und Sie sollten dann auch frei von Anforderungen sein, also am besten an einem Wochenende oder sich Urlaub dafür nehmen. Es kann auch nur ein einziger Tag sein, vielleicht reicht auch manchmal ein halber Tag oder jede Woche mal ein halber Tag, und Sie arbeiten das über mehrere Wochen so ab. Wenn Sie dann aber frei von Anforderungen sind und in der Ruhe, es ist trotzdem ein Agieren. Also Sie sollten dann aktiv sein, kombiniert mit einer Haltung von Zurücklehnen. Das heißt, Sie sollten entspannt sich zurücklehnen, aber in dieser Entspannung aktiv an dem Thema Lebensvision arbeiten. Das kann sein, dass Sie ein Buch zum Beispiel lesen oder durcharbeiten zu dem Thema Berufungsfindung oder andere Bücher, die Sie entsprechend unterstützen können, die für Sie passen, um an Ihre Vision zu kommen, das, was Sie im Leben vorhaben. Und dann sollten Sie Wertmaßstäbe und Entscheidungskriterien für Ihr zukünftiges Handeln entwickeln. Das heißt, was ist mir wichtig? Was sind Kriterien, die für meine Karriere und für mein Leben wichtig sein sollen? Und die bestimmen im Zweifel nur Sie. Und da kann auch kein anderer groß Kritik dran üben, weil es ist ja Ihr Leben und es ist Ihre Karriere. Das heißt, Sie sollten wissen, was für Sie wichtig ist. Auch wenn Sie natürlich in bestimmten Organisationen eingebunden sind und es bestimmte Regeln und Regularien gibt, an die Sie sich irgendwo halten müssen, haben Sie trotzdem wesentlich mehr Spielraum, als uns meistens bekannt ist. Auch bei Bewerbungen haben Sie viel mehr Spielraum, als viele das denken. Und ansonsten haben Sie natürlich immer die Möglichkeit, sich auch selbstständig zu machen, wo wir natürlich die größte Freiheit haben. Und es geht immer dabei um dieses Bild, was ich immer versucht habe zu skizzieren, sicher und selbstbestimmt im Meer des Lebens zu navigieren. Das heißt, fühlen Sie sich eben wie der Navigator im Meer des Lebens. Ihnen steht so viel zur Verfügung in diesen Zeiten, und Sie können unheimlich viel daraus machen, wenn Sie sich die Zeit nehmen und auch in sich hineinschauen, welche Ausbildung Sie haben, welche Potenziale Sie haben, wie viel Erfahrung Sie gesammelt haben, und sich vor allen Dingen mit sich selber nochmal in Kontakt bringen und sich auch selber nicht belügen, sondern ganz ehrlich zu sich selber sind und sich fragen, was will ich eigentlich mit meinem Leben machen? Und eine ganz konkrete Übung dafür sehen Sie jetzt hier auf der Folie. Ich gehe die jetzt einfach mal durch, ein bisschen langsamer. Wenn Sie möchten, lade ich Sie gerne ein, diese Übung vielleicht auch direkt mal zu machen, wenn Sie Papier und einen Stift vielleicht zur Hand haben. Manche können es aber auch gut im Kopf machen.
Und ich lade Sie einfach mal ein zu dieser Übung Geburtstagsrede, wie sie sich nennt. Und Sie können zum Beispiel die Augen dabei schließen und sich vorstellen, Sie feiern Ihren 75. Geburtstag. Also wir gehen jetzt direkt in die Zukunft, ans relative Ende Ihres Lebens, auch wenn ich Ihnen natürlich wesentlich mehr als 75 Jahre wünsche. Und stellen Sie sich einfach mal vor Ihrem inneren Auge, das wäre jetzt Ihr 75. Geburtstag, in dem Sie gerade jetzt da sind. Und malen Sie sich die Umgebung aus, wo Sie dort sind. Und lassen Sie einfach mal die Bilder im Innen entstehen, was auch immer da kommt, ob Sie in einem Restaurant sind, in welcher Stadt Sie sind. Lassen Sie einfach mal entstehen, was da vor Ihren Augen auftaucht. Und schauen Sie sich dann mal um, welche Gratulanten sind gekommen, um Ihnen zum 75. Geburtstag zu gratulieren. Und stellen Sie sich dann mal als weiteres vor, wie Sie sich fühlen, während Sie in diesem Kreis sitzen. Also Sie nehmen den Ort wahr, die Personen, die dort sind. Sie sehen vielleicht die einzelnen Menschen zu Ihnen kommen, die Ihnen gratulieren. Sie merken vielleicht auch gerade, in welcher Verfassung Sie sind, gesundheitlich, körperlich, wie Sie sich fühlen, wer noch bei Ihnen ist, ob da ein Partner, eine Partnerin ist, ob da Kinder sind. Und dann schauen Sie mal, welche Personen halten welche Festreden auf Sie. Das können Sie auch wie so einem Schnelldurchgang so ein bisschen an sich vorüberziehen lassen. Also wer redet da? Was reden die? Und lassen Sie das auch noch mal ein bisschen auf sich wirken. Das sind vielleicht mehrere Personen. Vielleicht ist es auch nur eine Person. Sie können denen eventuell sogar zuhören, dass Sie die wirklich reden hören. Oder Sie erfassen vielleicht auch intuitiv, was als Botschaft darüber kommt. Und dann schauen Sie mal, was Ihnen in Ihrem Leben wirklich wichtig ist, jetzt wo Sie in dieser Situation sich befinden, diese Situation sehen und die Festreden hören und mal schauen, wie sich das anfühlt. Weil das, was Sie da jetzt sehen oder wahrnehmen, ist sehr wahrscheinlich das, was aus dem jetzigen Leben verlängert in die Zukunft geschehen würde. Aber schauen Sie mal, was da jetzt entsteht, ob das auch das ist, was Ihr Wunsch ist zum 75. Geburtstag. Oder Sie sehen jetzt genau das, was Sie gerne haben möchten zu Ihrem 75. Geburtstag, aber Sie merken vielleicht, das passt gar nicht zu meiner aktuellen Situation. Das kann beides sein. Und das gibt Ihnen nochmal einen Anhaltspunkt, ob Sie vielleicht in Ihrem Leben im Moment etwas verändern wollen oder sollten, um später am Ende Ihres Lebens wirklich so auf Ihr Leben zum 75. Geburtstag zurückschauen zu können und das Leben gelebt zu haben, was Sie wirklich wollen. Und dann kommen Sie einfach mal aus dieser Situation raus, indem Sie die Augen wieder öffnen und notieren Sie einfach mal, was sich da in Ihnen jetzt gezeigt hat. Und diese Ergebnisse sollten Sie auch gerne dann mit Ihrem Partner oder Freunden und Verwandten besprechen, weil das auch viel mit denen eventuell zu tun hat, insbesondere mit Ihrem Partner. Und Sie können aufschreiben, wie auf der Folie, was waren die anwesenden Personen und was haben Sie an ihnen gelobt, weil das gibt Ihnen auch einen Anhaltspunkt, welche Qualitäten Sie haben. Weil diese inneren Bilder, die ich Ihnen ja jetzt nicht vorgegeben habe, ich habe Ihnen nur das Setting vorgegeben, aber was dann wirklich entstanden ist, das ist aus Ihnen selber herausgekommen. Und das ist eine Möglichkeit, wie Sie an Ihr Innerstes drankommen können. Das ist quasi aus Ihrem Unterbewusstsein jetzt gekommen. Und das zeigt Ihnen, was in Ihnen wirklich gelebt werden möchte. Und ich frage einfach mal jetzt für diejenigen, die mitgemacht haben, schreiben Sie mal kurz in den Chat rein, ob Sie so gut mitgehen konnten bei der Übung, ob das zu schnell oder zu langsam war. Das wäre einfach ganz schön, kleines Feedback zu kriegen. Genau, da warten wir jetzt mal kurz ab. Da wir auch noch ein paar andere Übungen haben, ist es jetzt für uns auch wichtig zu wissen, ob das vom Tempo her gut war. Ich bekomme hier Antwort, war genau richtig, Tempo war gut. Gut, Tempo okay. Ja. Okay, wunderbar. Dann gehen wir weiter auf die nächste Folie und wir haben nochmal eine zweite Übung.
die nennt sich Glücklicher Tag. Und Sie stellen sich im selben Prinzip vor, schließen Sie einfach kurz die Augen, stellen sich einen Tag in Ihrer Vergangenheit vor, an dem Sie besonders glücklich bzw. zufrieden waren. Und denken Sie nicht lange nach, warten Sie einfach ab, wie so ein neugieriges Kind, was sich da vor Ihrem inneren Auge so ergibt an Bildern oder an Gefühlen. Und was immer sich da ergibt, dann schauen Sie nochmal, dass dieser Tag in allen Einzelheiten so best wie möglich an Ihnen vorüberzieht. Das muss nicht perfekt sein, sondern lassen Sie es einfach ganz entspannt an Ihnen vorbeiziehen, in Bildern oder in Gefühlen. Und dann überlegen Sie ganz instinktiv, warum waren Sie an diesem Tag so glücklich bzw. zufrieden? Und lassen Sie das auch mal kurz auf sich wirken. Vielleicht ist es Ihnen auch schon klar. Und wenn Sie das für sich einigermaßen so haben in Ihrer Zeit, können Sie das auch aufschreiben, einfach die Augen öffnen und ohne viel nachzudenken diese vier Kategorien einfach mal aufschreiben. Sinn, Kultur, Familie, Kontakt, Arbeit, Leistung, Körpergesundheit. Und in jeder dieser vier Lebensbereiche können Sie jetzt notieren, was an diesem Tag, an dem Sie so glücklich und zufrieden waren, so besonders war. Warum Sie so glücklich waren. Es kann auch sein, dass das nicht alle vier Bereiche waren, die wichtig waren. Das gibt Ihnen auch so ein Gefühl dafür, was Sie glücklich macht und was Sie zufrieden macht. Das kann sein, dass Sie merken, das waren nur zwei Lebensbereiche. Und das sind jetzt alles keine Zufälle, die da entstehen. Das sind schon Dinge, die einigermaßen jetzt auch Gehalt haben. Im Coaching würde ich dem jetzt ein bisschen mehr Zeit noch geben, aber vertrauen Sie mal darauf, die Bilder, die Sie jetzt gekriegt haben, dass die schon eine Bewandtnis haben. Zumindest für den jetzigen Moment. Und das gibt Ihnen jetzt einen guten Anhaltspunkt für die Frage, die wir dir auch als nächstes stellen. Genau, wir würden halt gerne von Ihnen jetzt wissen, auch jetzt anhand der Übung, die Sie gemacht haben, ob Sie gemerkt haben, haben Sie bereits eine aktuelle Lebensvision, ja oder nein? Genau, das kann also sein, dass Sie diese Vision schon vor dem Webinar hatten oder dass die Ihnen vielleicht gerade auch klar geworden ist. Wahrscheinlich sogar in der einen Übung Geburtstagsrede, die ist am wahrscheinlichsten. Kombiniert aber vielleicht auch mit der zweiten Übung, sodass Sie vielleicht intuitiv schon, ohne dass Sie die direkt hinschreiben können, aber dass Ihnen irgendwie klar geworden ist, das ist eigentlich das, was mich bewegt, was ich möchte. Ich kann da nochmal kurz Feedback geben, eben von den Antworten, die gekommen sind. Das war zum einen, dass die Übung gut war, aber die Ergebnisse etwas erschreckend, bis hin zu, dass sie sich die Teilnehmer noch nicht so darauf einlassen konnten und sich nochmal in Ruhe Zeit nehmen werden, die Übung nochmal zu wiederholen. Ja. Und genau. Ja, okay, also das ist alles wunderbar. Selbst wenn es erschreckend war, umso wertvoller, weil das ist eine ganz wertvolle Erkenntnis eben, die Sie da gewonnen haben. Und das ist eben ganz besonders wichtig dann, ne, das jetzt zu erfahren und zu merken. Wir haben die Ergebnisse jetzt von der Frage. Ja, ich muss mal gerade nochmal. Und zwar 58% mit Nein. Okay. Und die 42%, das wäre nochmal interessant, vielleicht im Chat zu wissen, ob die Lebensvision sich jetzt gerade ergeben hat oder ob die schon vorher da war. Genau. Würden wir gern von Ihnen wissen. Die ergibt sich gerade, bekomme ich hier als Rückmeldung. War grundsätzlich vorher da, war vorher da. Besteht schon länger, ist aber jetzt intensiviert worden. Und Mut gewonnen, sie umzusetzen. Grundidee war bereits vorhanden. Ja, das waren so die ersten Reaktionen. Okay, also
Wenn Sie sich jetzt auch noch nicht so ganz darauf einlassen konnten, dann ist das total nachvollziehbar, weil wir gehen da jetzt auch relativ schnell drüber, weil wir jetzt auch nicht die Zeit haben, in dem Webinar da so tief zu gehen, wie ich das jetzt in einem Coaching machen würde. Das ist völlig in Ordnung und so wie der eine Teilnehmer schon geschrieben hatte, es macht total Sinn. Sie können sich ja nachher die Folien nochmal anschauen oder auch YouTube dann auch nochmal ansehen und anhören, dann die Übungen nochmal tiefer zu machen. Und wenn Sie jetzt eben, wie der eine Teilnehmer gemerkt haben, das war jetzt eher erschreckend, ich nehme mal an die Geburtstagsrede, dann nehmen Sie einfach das, was da erschreckend war und überlegen Sie jetzt, was Sie denn ändern können. Und das muss jetzt gar nicht erschreckend sein, sondern einfach nur, Sie haben jetzt die Möglichkeit, immer noch alles zu ändern. Nichts ist zu spät. Ich sage nicht, dass es einfach ist, Dinge zu ändern, oder dass es schnell gehen kann, weil wir alle sind eingebunden in bestimmte Dinge. Aber nehmen Sie es schon wichtig und schauen Sie einfach, was das für Sie ganz konkret bedeutet, auch im Hinblick auf Ihre Karriere. Okay, dann gehen wir weiter zum Thema ausgewogene Zeit- und Lebensbalance. Und ich habe gerade schon gesagt, wir sind alle eingebunden und deswegen ist meine Empfehlung, ja, auch zur Abhängigkeit zu sagen. Denn unsere moderne Gesellschaft setzt fälschlicherweise die Freiheit, die wir alle ja so anstreben, mit Unabhängigkeit gleich. Das heißt, wir wollen alle völlig auf uns selber gestellt sein, wollen nicht auf andere angewiesen sein. Das gilt häufig als ein großer Vorteil. Aber in den sozialen Bereichen ist das gar nicht so. Und wenn wir uns die vier Lebensbereiche nochmal anschauen, die wir eben gesehen haben, dann sehen Sie ja auch, dass da so etwas wie Sinn ist und Kultur. Das hat ganz viel mit gegenseitiger Abhängigkeit zu tun. Nämlich wir sind dann in eine Gesellschaft eingebunden oder Familie und Kontakt. Wir sind in Beziehung eingebunden. Da sind wir nicht wirklich unabhängig und das ist auch gar nicht schlimm. Denn nur wer sich für wechselseitige Abhängigkeiten frei entscheidet, der ist wirklich stark. Dadurch, dass sie genau sagen, die und die Abhängigkeiten möchte ich, und zwar gerne, im Privaten und im Beruf. Und das ist auch ganz wichtig für die Karriereplanung, weil Sie können sich jetzt auch mal wieder fragen, ja, was hat das jetzt ganz konkret mit meiner Karriere zu tun? Sie werden letzten Endes nur wirklich erfolgreich sein in Ihrem Leben, wenn Sie all diese Dinge mit einbeziehen, weil dann werden Sie wirklich glücklich und zufrieden sein. Und wenn Sie das sind, dann werden Sie sich auch am stärksten verwirklichen, dann werden Sie am glücklichsten sein. Wenn Sie das sind, werden Sie Ihre Potenziale am stärksten entfalten und dann werden Sie auch in jedem Unternehmen, sei es Ihr eigenes oder bei Ihrem Arbeitgeber, Ihren größten Erfolg erzielen. Und zwar nicht nur auf die nächsten 10, 20 Jahre, sondern irgendwann auch, wenn Sie in einem Alter angekommen sind, wo Sie vielleicht merken, oh, jetzt ist der Beruf vielleicht gar nicht mehr so wichtig. Und vielleicht waren noch andere Dinge in meinem Leben wichtig, die auch mit Karriere zu tun gehabt hätten. Und wie ich schon sagte, gerade im privaten Bereich sind soziale Kontakte wichtig. Ohne Abhängigkeit ist kein gemeinschaftliches und erfülltes Leben möglich. Und das Prinzip des du-zentrierten Denkens besagt, dass alles, was wir anderen Gutes tun, irgendwann zu uns selbst zurückkommt. Das bedeutet nicht, dass wir jetzt alle Altruisten werden sollen und nur noch für andere arbeiten und uns aufopfern, sondern geschickt den Mitmenschen das zur Verfügung zu stellen, was sie brauchen, sodass wir auch das dann von ihnen zurückbekommen, was wir uns wünschen. Und das funktioniert auch in einer Ökonomie, auch in Unternehmen. Wenn es um Service geht, wenn es um Dienstleistungen geht, dann hat das ganz viel mit diesem Gedanken zu tun. Und jeder, der immer nur auf Ellbogen aus ist und Gewinnmaximierung alleine, wird langfristig nicht glücklich werden. Und das ist das, was ich immer wieder in meinen Coachings feststelle, wenn es um Karriereplanung geht, dass wir alle gut ausgebildet sind, wir haben sehr, sehr viele Möglichkeiten, aber bei vielen meiner Klienten kommt es dann zum Punkt, wo sie sagen, ich habe jetzt eigentlich alles erreicht und es könnte auch so weitergehen. Mein Unternehmen, mein Arbeitgeber gibt mir alles vor, sagt ja, nächsten Beförderung, kein Problem, High Potential. Aber ich weiß gar nicht, ob ich das will. Und ich weiß auch gar nicht, was ich sonst machen könnte. Ich habe noch gar nicht überlegt, was ich eigentlich wirklich will. Und das hat ganz viel mit Ihrer eigenen Karriere dann zu tun, was Sie wirklich wollen.
Und dazu gibt es auch eine Übung, die müssen Sie jetzt nicht sofort machen, weil die dauert etwas länger, aber die ist nicht so sehr kompliziert, indem Sie sich dann nämlich eine Liste schreiben mit den Menschen, von denen Sie abhängig sind. Und zwar auch, wie Sie abhängig sind, emotional, finanziell, beruflich, privat und so weiter. Und die Liste schreiben Sie einfach mal auf. Eine Liste mit Namen und dann dahinter, wie Sie von diesen Menschen abhängig sind. Und wir sind alle irgendwo abhängig. Da ist überhaupt nichts Negatives erstmal dabei. Das ist völlig natürlich. Und dann schreiben Sie eine weitere Liste auf mit Menschen, die von Ihnen abhängig sind. Und da können Sie auch wieder aufschreiben, wie diese Menschen von Ihnen abhängig sind, zumindest aus Ihrer Sicht. Und dann vergleichen Sie diese beiden Listen und schauen mal, welche Menschen denn in einer einseitigen Abhängigkeit zu Ihnen sind und welche sind wechselseitig abhängig. Also von welchen Menschen sind nur Sie abhängig? Der Mensch aber von Ihnen nicht, oder von wem sind Sie abhängig und der Mensch ist auch von Ihnen abhängig. So werden Sie sehen, in welchen Beziehungen Sie eingebunden sind. Viele von denen sind Ihnen vielleicht schon klar, aber viele wahrscheinlich auch noch nicht so wirklich. Und dann überlegen Sie mal, zu welchen dieser Abhängigkeiten können und wollen Sie überhaupt Ja sagen? Und welche möchten Sie lieber lösen, weil die gar nicht passen, weil die Sie nur stressen, nur unter Druck setzen und sie nicht wirklich entfalten lassen. Das kann ein Chef sein, wo sie merken, ich möchte eigentlich in eine andere Abteilung, weil unter diesem Chef kann ich mich nicht entfalten. Oder sie merken, ich bin in einer Branche, wo ich meine Potenziale überhaupt nicht entfalten kann. Ich merke, ich habe in Hobbys die und die und die und die und die Interessen und ich merke, da macht mir ganz viel Spaß und ich kriege Rückmeldungen von vielen Leuten, aber die kann ich irgendwie da gar nicht richtig einsetzen. Warum gehe ich nicht an den Ort, wo ich wirklich das mit Spaß umsetzen kann, was ich eh gut kann, ohne mich irgendwo abmühen zu müssen, um gegen Windmühlen zu kämpfen? Und dann, wenn Sie diese zwei Listen haben, dann können Sie noch ein drittes Papier nehmen, ganz weiß, und in der Mitte schreiben Sie einen kleinen Kreis auf, in den Sie ich schreiben. Und dann ordnen Sie um dieses Ich herum in anderen Kreisen all die Menschen an, die auf Ihren beiden zwei Listen stehen. Und je näher die zu Ihnen in Abhängigkeit sind, umso näher zeichnen Sie diese Kreise zu Ihrem Kreis auf dem Blatt Papier in der Mitte. Und dann kriegen Sie so ein Beziehungsgeflecht raus. Und das lassen Sie dann am Ende einfach mal auf sich wirken und schauen mal, ist das komplex? Sind das sehr viele Menschen, wo ich eigentlich in Abhängigkeiten stehe? Sind das eher wenige? Möchte ich das so? Möchte ich lieber mehr Menschen um mich herum haben? Möchte ich das lieber weniger haben? Das ist jetzt super individuell. Das kommt sehr auf Sie drauf an. Da gibt es kein richtig und kein falsch. Das Wichtige dabei ist einfach nur, sich das bewusst zu machen und klar dann eben zu überlegen, was will ich jetzt wirklich? Und derjenige von uns, der nämlich nicht selber sein Leben lebt, der wird von anderen gelebt. Und das sollte Ihnen möglichst nicht passieren. Weil es geht eben bei der Karriere nicht darum, einfach nur das zu machen, was andere von mir erwarten. So ein Bill Gates zum Beispiel, der hätte niemals seine Karriere gemacht, wenn er sich immer nur nach anderen gerichtet hätte. Sondern er hat eben geschaut, was ihn bewegt und was er in der Welt verändern wollte. Dann haben wir jetzt noch zwei Übungen zu den Lebenszielen direkt. Und die erste ist eben, dass Sie ausgehend von Ihrer Vision, die Sie jetzt vorher schon hatten oder die Ihnen jetzt vielleicht klarer geworden ist oder vielleicht auch überhaupt zum ersten Mal so richtig bewusst geworden. Also ausgehend von dieser Version, schreiben Sie für diese vier Lebensbereiche mal mindestens ein Lebensziel auf, was Ihnen in jedem der vier Bereiche wichtig ist. Das heißt, bei Sinn und Kultur, was ist der wirkliche Sinn in Ihrem Leben? Und das kann etwas sehr Zentrales sein. Das hat vielleicht im ersten Moment auch gar nicht was direkt mit Ihrer Karriere und mit Ihrem Beruf zu tun. Aber letzten Endes hat es was damit zu tun. Vielleicht versteckt. Hat auch viel mit Werten zu tun. Dann in Familie und Kontakt. Was ist Ihr Ziel in dem Bereich? Können Sie die Karriere, die Sie im Moment machen oder schon gemacht haben, auch mit Ihren Zielen in Ihrer Familie und bei Ihren Beziehungen und Kontakten wirklich vereinbaren? Und das ist jetzt wahrscheinlich der einfachste Bereich, der dritte, Arbeit und Leistung. Welche Ziele haben Sie dort? Und dann, wie weit spielt der Körper und die Gesundheit auch eine Rolle? Welches Ziel haben Sie dort? Und diese vier Lebensbereiche und diese
vier Ziele, wenn es also mindestens vier sind, können auch mehr sein, sollten natürlich irgendwo auch in Passung gebracht werden können. Weil nur wenn alle diese vier Lebensbereiche irgendwo in unserem Leben auch stattfinden, nur dann sind wir wirklich ausgeglichen und nur dann können Sie wirklich eine gute Karriere machen, ohne in den Burnout zu gehen, ohne plötzlich in der Sackgasse zu landen, wo Sie merken, ich bin an einem Punkt gelandet, da wollte ich eigentlich niemals hin. Und dann kommen wir zur nächsten Übung, dass Sie sich bei denselben vier Lebensbereichen überlegen, woran würde es sich zeigen, dass Ihre Lebensziele realisiert sind, beziehungsweise dass Sie das, was Ihnen wirklich wichtig ist, erreicht haben. Das heißt, woran können Sie messen, dass Sie in jedem der vier Bereiche Ihr Ziel erreicht haben? Das ist ein ganz normaler Soll-Ist-Vergleich. Denn wenn Sie einmal das Ziel haben, wann haben Sie das Soll? Aber wie können Sie herauskriegen, wann Sie das im Ist erreicht haben? Es sollte also irgendwo messbar sein. Okay, dann gehen wir weiter und kommen zu den Lebensprioritäten. Denn nachdem wir uns jetzt angeschaut haben, was wir wollen und wie wir es in eine Balance bringen können, geht es nochmal darum, wie geht es denn mit der Priorisierung? Weil ich habe auch immer wieder das Thema Zeitmanagement natürlich in meinen Trainings und in meinen Coachings. Und da ist immer wieder die Frage, ja, wir haben keine Zeit in den Trainings. Oder der Klient im Einzelcoaching sagt, ich habe keine Zeit. Das ist ja alles schön und gut. Aber wann soll ich es denn machen? Der Punkt ist, priorisieren. Und dann ist auch wieder die Frage, wie? Das hängt damit zusammen, welche Entscheidungen für uns, also für Sie, richtig oder falsch sind. Und das hängt davon ab, was wieder für Sie wichtig ist und welche Prioritäten Sie sich setzen. Ich weiß, Sie haben alle Chefs, Sie müssen alle bestimmte Dinge erfüllen, die von Ihnen erwartet werden, aber Sie haben immer einen Gestaltungsbereich. Und gerade bei den Professionals, die ja heute am meisten mit dabei sind, gehe ich davon aus, dass Sie auch stark in Führungspositionen oder in Gestaltungspositionen sitzen, wo Sie Projektleiter sind vielleicht oder Teamleiter. Das heißt, Sie haben Gestaltungsspielräume. Sie haben natürlich auch wieder einen Chef, der Ihnen auch Dinge vorgibt, aber in Ihrer Führungsposition oder in Ihrer Projektsteuerungsposition haben Sie trotzdem Gestaltungsspielraum. Der wird auch ja von Ihnen verlangt in dieser Position. Und deswegen ist es beim Zeitgewinnen auch wichtig zu sagen, was möchte ich denn mit welcher Priorität behandeln? Und dafür muss ich eben wissen, was ich will. Und dann muss ich die Prioritäten setzen, um dann die Balance im Leben herzustellen. Und weiter unten steht dann, je öfter wir uns überlegen, was uns wirklich wichtig ist, und je häufiger wir uns entscheiden, umso leichter fallen uns alle künftigen Entscheidungen. Klingt irgendwo trivial, aber wenn Sie natürlich anfangen und Sie wissen letzten Endes, was Ihr Leben ausmacht, dann haben Sie eine Richtschnur für sich ganz persönlich und Sie können dieser Richtschnur alles unterordnen. Das heißt, alle Entscheidungen, die für Sie anstehen, welche Arbeitgeber, welche Abteilung, welcher Chef, welche Branche, mit welchen Kollegen, mit welchen Mitarbeitern. Ja, all diese Dinge lassen sich sofort ableiten von der Lebensvision, die Sie haben. Die Lebensvision ist natürlich grundsätzlich eher sehr allgemein, aber wenn Sie die weiter runterbrechen auf Jahrzehnte, auf Jahre, auf Lebensphasen und dann auf Ihr aktuelles Jahr 2015 und schauen, wo Sie da jetzt sind, und Sie diesen Soll-Ist-Abgleich machen, dann wissen Sie jetzt, okay, ich muss vielleicht was ändern oder ich bin vielleicht sogar on track, umso besser. Aber wenn Sie etwas ändern müssen, dann wissen Sie halt, okay, um da hinten anzukommen, um nochmal auf diesen 75. Geburtstag zu schauen, da steht jetzt eigentlich folgende Entscheidung an, weil wenn ich die jetzt nicht schon stelle, die Weiche, dann weiß ich, werde ich natürlich am Ende irgendwo anders ankommen. Deswegen muss ich jetzt in keine Hektik verfallen, aber es gibt Ihnen eine klare Richtschnur, wenn Sie am Schluss irgendwo dort ankommen wollen, wissen Sie eigentlich, wo Sie jetzt zumindest von der Richtung her hingehen müssen. Und das gibt Ihnen halt vor, was das ist, ob das ein Konzern sein soll, ob das in Deutschland ist, ob Sie auch nochmal ins Ausland wollen, wie lange Sie ins Ausland wollen, wenn Sie schon einen Partner haben, ob der Partner mit soll, ob er überhaupt mit kann. Ist dann das Ausland wichtiger als die Partnerschaft zu riskieren
Und das sind Punkte, die eben ganz wichtig sind für Sie nochmal zu überlegen, ob das, was im Moment gerade passiert, dem Lebensziel entsprechend ausgerichtet ist. Und Sie können mit den Prioritäten dann auch die Zeit gewinnen, die für Sie notwendig ist. Denn wenn Sie Sie kennen vielleicht diese Zeitmanagement-Matrix, wenn Sie immer wieder Brände löschen müssen, wo alles wichtig und dringend ist, dann werden Sie da natürlich niemals rauskommen. Der große Punkt ist zu sagen, ich kann nicht alles machen und es macht auch keinen Sinn, alles zu machen, sondern dass Sie wenige, aber wichtige Prioritäten setzen und wenn Sie die haben, dass Sie auch mit Ihrem Chef diskutieren, das und das geht bei mir und meinem Team, das wären meine Prioritäten, die ich vorschlage. Siehst du, Chef, das genauso? Lass uns mal darüber diskutieren. Und dann kommen wir zum klaren Entschluss. Das bedeutet aber, die und die und die und die Sachen gehen eben nicht mehr, weil wir die einfach als Team nicht leisten können, aber immer gut begründet natürlich. Und dann schaffen sie sich damit entsprechend Zeit, weil sie eben nicht alles dauernd versuchen, komplett fertig zu machen und alles auch perfekt zu machen. Und das gibt ihnen dann die Zeiträume, die sie brauchen für diese anderen Dinge. Und das kann auch bedeuten, dass Sie dann mal früher aus dem Büro kommen und auch sich Zeit nehmen für diese Dinge, die für Ihre Karriereplanung wichtig sind. Und der innere Kompass ist damit auch angesprochen, nämlich die Werte. Ich hatte sie vorher schon mal kurz erwähnt. Es geht immer wieder um Sie persönlich. Das heißt, welche Werte haben Sie, die für Sie wichtig sind? Und die kann Ihnen keiner vorgeben, die kann Ihnen aber auch keiner streitig machen. Wenn für Sie ein Wert ist, Vorstand zu werden, dann ist das so. Wenn Sie fest davon überzeugt sind, dass das für Sie wichtig ist, dann ist das so. Wer soll dazu etwas sagen? Wer soll dazu sagen, das ist kein Wert oder das ist ein falscher Wert? Wenn das für Sie wichtig ist, ist das so. Und wichtig ist nur, dass Sie die Werte finden, von denen Sie sich auch leiten lassen möchten und sich die bewusst zu machen. Und dann können Sie aufgrund dieser Werte eine Leitlinie entwickeln, die Sie ganz natürlich durchs Leben führt, weil Sie werden merken, wenn Sie an Entscheidungen kommen, ob das noch geht mit Ihren Werten oder ob das nicht mehr geht. Und wenn das nicht mehr geht, dann müssen Sie etwas verändern. Nicht kurzfristig, nicht ad hoc, nicht aus der Panik heraus, aber aus einer geplanten Karriere heraus. Und es gibt ja immer wieder auch Menschen, die sagen, ich wusste eigentlich gar nicht, dass ich irgendwann mal hier ankommen würde, aber ich habe immer das gemacht, was mich bewegt hat, was mich begeistert hat und das hat mich letzten Endes quasi automatisch dahin geführt, wo ich komplett erfolgreich war. Und das führt uns insbesondere auch an diese Punkte, wo wir etwas Einzigartiges schaffen. Und damit meine ich jetzt nicht unbedingt Bill Gates, also es muss nicht immer so großes Ding sein, sondern jeder von uns hat was ganz Einzigartiges der Welt zu geben. Und es muss nicht hochphilosophisch sein, sondern es ist das, was Sie einfach total glücklich macht. Und das kann eine bestimmte Software sein, die Sie entwickeln. Das kann eine bestimmte Dienstleistung sein. Vielleicht finden Sie eine völlig neue Nische und Sie entwickeln eine völlig neue Branche, die es vorher niemals gab. Das kann ganz unterschiedlich sein. Aber gehen Sie davon aus, dass Sie auch nicht zu 100% im Detail wissen, wo Sie am Schluss ankommen, aber es sollte zumindest mit Ihren Werten übereinstimmen und Sie zufrieden und glücklich machen. Weil dann werden Sie auf jeden Fall an einem Punkt ankommen, der erfolgreich ist, der Sie erfolgreich macht und der aus Ihrer Sicht ein Erfolg ist. Und das ist eine gute Karriere. Und das macht Sie auch charismatisch, wenn Sie das wissen. Und das motiviert auch Ihre Mitarbeiter, wenn die merken, wo Sie hinwollen. Und dann folgen die Ihnen auch nicht aus einem Druck heraus und Sie müssen nicht den Führungsstil des Dirigenten anwenden, sondern die folgen Ihnen gerne, weil sie begeistert sind und weil sie ihrer Idee folgen. Und mit jeder getroffenen Entscheidung wächst eben auch unser Mut, neue Entscheidungen und neue Herausforderungen anzugehen, weil das, was wir schon gemacht haben, uns darin bestärkt, weil wir darin erfolgreich waren. Weil alles, was wir gut können, was wir begeistert machen, das wird auch erfolgreich werden. Auch wenn Ihnen viele Menschen wahrscheinlich in Ihrem Leben bereits versucht haben, was anderes zu erzählen, es ist nicht wirklich so. Es wird ganz oft mit Ängsten gespielt und nicht unbedingt mit Vertrauen und Unterstützung. Aber die Leute, die große Erfolge erzielt haben, die haben sich meist nicht so viel um diese eingefahrenen Wege gekümmert, sondern die haben das gemacht, was sie begeistert hat.
Und der Erfolg hat ihnen dann recht gegeben. Auch wenn das nicht immer sofort war, aber nach einer gewissen Zeit ist der Erfolg eigentlich unausweichlich. Und das führt auch dazu, hier in dem Expertentipp, dass wir immer proaktiver werden. Das heißt, wir warten nicht darauf, dass wir passiv irgendwo reagieren müssen, sondern wir kommen in eine proaktive Haltung, dass wir bereits beginnen, Dinge anzugehen, bevor überhaupt eine Krise entstanden ist oder bevor wir überhaupt in eine Situation kommen, die uns nicht so gut gefällt. Weil wir schon merken, hier ist irgendwas nicht im Balance, irgendwie laufe ich in eine Richtung, die gefällt mir gar nicht so gut, also verändere ich etwas. Ich hatte eben noch eine Nachfrage. Zwar hatten wir eben gesagt, dass man, wenn man Entscheidungen getroffen hat, beziehungsweise seine eigenen Werte kennt und dann mit der Organisation oder seinem Chef spricht und das abklärt und die Organisation oder Chef das nicht hören will, dann ist hier die Frage, sollte man das System dann wechseln, beziehungsweise das Unternehmen verlassen oder was sollte man tun? Ja, ist eine sehr gute Frage. Pauschal ist natürlich immer schwierig. Also ganz grundsätzlich kennen Sie vielleicht diesen Satz oder diese Abfolge, love it, change it or leave it. Und das ist natürlich schnell gesagt. Also versuchen Sie etwas zu lieben, wenn Sie es nicht lieben können, versuchen Sie es zu ändern. Wenn Sie es nicht ändern können, dann verlassen Sie es. Das ist einfach gesagt, aber oft nicht so einfach gelebt. Wenn Sie merken, dass Sie schon einige Zeit lang da ein dickes Brett bohren, um es mal ein bisschen salopp auszudrücken, und das tut sich nichts und Ihr Chef blockt das ab oder es wird nicht gehört, dann schauen Sie einfach mal, was das mit Ihnen macht, wie Sie sich dabei fühlen und ja, wie lange Sie das mit sich selber noch vereinbaren können, weiter in so einer Situation zu bleiben. Das kann völlig okay sein, da noch weiter drin zu bleiben, wenn für Sie die Kosten-Nutzen-Relation passt. Wenn Sie sagen, ja, okay, ich würde das gerne machen, aber ich merke, ich bin hier im Unternehmen, da kann ich sonst unheimlich viel erreichen, aber diesen einen Punkt halt nicht und so wichtig ist der mir nicht und damit kann ich weiterleben. Wenn Sie aber merken, das beschäftigt mich so sehr und schon so seit geraumer Zeit und ich habe auf unterschiedlichsten Wegen versucht, etwas zu verändern daran, dann ist meine Empfehlung, verlassen Sie eher dieses System oder diese Situation. Das muss nicht bedeuten, dass Sie das ganze Unternehmen verlassen. Vielleicht müssen Sie einfach nur in ein anderes Team gehen, in eine andere Abteilung, in eine andere Sparte oder vielleicht in ein anderes Land oder in ein Tochterunternehmen. Vielleicht heißt es aber auch, das ganze Unternehmen ist nicht mehr meins. Dann haben wir noch eine Übung hier für Sie, nämlich welche Entscheidungen sind leicht und welche sind schwer für Sie. Und Sie können auch wieder dort durch die verschiedenen Lebensbereiche gehen und ad hoc einfach aufschreiben, welche Entscheidungen fallen mir bei dem Bereich Sinn, Kultur leicht und welche fallen mir schwer. Vielleicht einfach eine, die Ihnen direkt einfällt, nicht lange überlegen. Und dann unten, in welchen Lebensbereichen fallen mir jetzt Entscheidungen besonders schwer und in welchen besonders leicht? Das gibt Ihnen auch nochmal eine Reflexion darüber, wo Sie noch an Ihren Entscheidungen arbeiten können. Denn dort, wo Entscheidungen Ihnen schwer fallen, da ist oft auch noch ein Punkt, den Sie für sich noch nicht ganz geklärt haben. Nicht bewusst, vielleicht ist Ihnen das noch nicht klar gewesen bisher, sondern Sie können noch mal schauen, okay, wenn mir das so schwer fällt, was sind denn die Gründe, warum mir das so schwer fällt? Und das kann auch bedeuten, dass das damit zusammenhängt, dass in Ihrer Karriere bestimmte Dinge noch nicht so passiert sind, wie Sie sich das gewünscht haben. Oder Sie sich fragen, warum passieren mir immer ähnliche Dinge in der Karriere und ich weiß gar nicht warum. Also im Normalfall sind das dann eher negative Dinge. Das kann auch damit zusammenhängen, dass Sie Entscheidungen vor sich herschieben in bestimmten Bereichen und die blocken Sie. Okay, gehen wir noch weiter auf die nächste Folie, nämlich dann zu den Hauptursachen dafür. Hier gibt es nur eine begonnene Liste oder zwei Listen, was Hauptursachen sein können, warum Ihnen Entscheidungen schwer fallen oder leicht fallen. Also oben steht dann, warum fallen Ihnen Entscheidungen schwer? Das könnte sein, weil ich nicht Nein sagen kann.
oder weil ich nicht verzichten kann oder ich weiß eben nicht, was ich will. Und die Liste können Sie eben noch weiterführen und darunter können Sie auch noch mal schauen dann, warum fallen mir denn Entscheidungen leicht? Und dann sind die gleichen Punkte oder Ursachen dann eben im Positiven formuliert. Und das gibt Ihnen nochmal einen Hinweis darauf zu schauen, warum Sie vielleicht an bestimmten Dingen nicht weiterkommen, auch in der Karriere. Weil Sie vielleicht noch nie für sich entschieden haben, ob Sie führen wollen. Das könnte eine Sache sein. Oder wenn Sie sagen, ich kann nicht gut Nein sagen, sind Sie vielleicht in einer Position gelandet, wo man Sie hinbefördert hat, im besten Sinne, weil man Ihre Leistung gut fand, aber Sie wollten vielleicht da gar nicht hin, weil inhaltlich das Sie nicht erfüllt oder weil Sie gar nicht eine führende, disziplinarische Führungsposition wollten. Sie möchten vielleicht lieber eine Fachkraft sein, Sie möchten sich lieber detailliert um inhaltliche Dinge kümmern, aber nicht unbedingt ein Team führen, weil das liegt Ihnen vielleicht nicht. Das ist keine Priorität für Sie. Das macht Ihnen nicht so viel Spaß. Sie möchten sich vielleicht in Dinge ganz stark vertiefen und sich nicht so sehr mit Führungsaufgaben auseinandersetzen. Oder genau umgekehrt. Sie sind nicht so in die Details orientiert und möchten nicht ein Thema ganz tief erforschen, sondern Sie möchten Dinge bewegen. Und Sie möchten lieber ganz, ganz viele Menschen führen und möglichst schnell hoch in der Hierarchie zu kommen. Und das gibt Ihnen hierfür einfach nochmal eine Methode an die Hand, das sich nochmal genauer anzuschauen. Und im Anschluss daran haben wir jetzt nochmal eine Frage für Sie. Genau, wird nochmal eine Umfrage und zwar, ob Ihre Lebensprioritäten mit Ihrer Lebensvision übereinstimmen. Da würde ich Sie bitten, da anzukreuzen. Warten wir jetzt gerade noch einen Augenblick. Also das bedeutet jetzt nochmal die Dinge, die wir jetzt bezüglich den Prioritäten besprochen haben, inwiefern aus Ihrem ersten Gefühl heraus, ich weiß, wir gehen relativ schnell durch relativ tiefe Fragen, nehmen Sie einfach aus dem Bauch heraus das Gefühl, ob Sie merken, ja, ich kriege irgendwie schon so die Übereinstimmung da, dass ich das Gefühl habe, ja, ich bin schon auf dem richtigen Weg, wo ich langfristig hin will, oder Sie merken, wow, da geht doch einiges in eine ganz andere Richtung und das ist auch erstmal okay. So, dann schließen wir. Ah, okay. Das ist also gar nicht, das ist relativ ausgewogen, also nicht so ein Riesenunterschied, aber die meisten sagen dann doch, die Lebensprioritäten stimmen noch nicht übereinander. Aber bei 44% immerhin schon. Ja, also bei den 56%, die Nein gesagt haben, das ist jetzt natürlich überhaupt kein Drama. Kommt natürlich auch noch ein bisschen darauf an, in welcher Lebensphase sind Sie jetzt, wie alt sind Sie. Wir haben jetzt relativ viele Professionals dabei. Da ist jetzt nicht ganz klar, wie alt Sie schon sind, aber ich denke mal, Sie sind wahrscheinlich noch eher in einer früheren Lebensphase. Da haben Sie ja noch alle Möglichkeiten, etwas zu verändern, aufgrund der Dinge, die Ihnen vielleicht jetzt klar geworden sind oder auch im Nachgang mit diesem Webinar bei den Übungen nochmal klar werden. Damit kommen wir noch zum letzten Teil, nämlich der Dringlichkeitsfalle entfliehen. Das ist für mich nochmal ein wichtiger Punkt, um aus diesem Gehetztsein rauszukommen, in dem wir ja alle immer mehr drin sind. Und ich sagte am Anfang ja, dass Stressmanagement und Burnout ein großes Thema von mir ist. Und da sehe ich halt immer wieder, dass es so wichtig ist, uns aus diesem Gehetztsein zu befreien. Das heißt, es ist wichtig, dass wir uns entscheiden, wo wir den Schwerpunkt in unserem Leben setzen. Und ich habe mal klar hingeschrieben, das kann einmal sein Top-Karriere. Das bedeutet in der Regel viel Geld, aber kaum Zeit für Muße. In der Regel. Muss nicht immer sein. Es gibt natürlich dieses Buch von dem Ferris, 4-Stunden-Woche, der auch klar gezeigt hat, dass es anders geht. Aber das ist nicht die große Masse. In der Regel bedeutet Top-Karriere viel Geld, aber wenig Zeit für mich selber. Wenn ich aber viel Zeit für mich haben möchte, dann bedeutet das in der Regel auch weniger Geld. Und das ist gar nicht schlimm. Es ist nur gut, wenn wir uns klar entscheiden und dann noch nicht enttäuscht sind oder eventuell versuchen, etwas miteinander zu kombinieren, was natürlicherweise sich eher widerspricht. Weil wir vergeuden eventuell Energie an Punkten, die nicht gut eingesetzt ist. Das bedeutet auch das richtige Timing zu entwickeln. Wann ist es gut, etwas zu tun? Wann etwas zu entscheiden? Wann ist die Zeit reif dafür? Vielleicht braucht es auch noch etwas.
Und was kann ich gezielt beschleunigen oder wann muss ich mich auch gezielt entschleunigen? Und diese Zeitreservate zu schaffen, indem wir uns nicht nur Zeit für etwas Bestimmtes nehmen, sondern einfach Zeit haben. Zeit haben ohne eine direkte Zielgerichtetheit, sondern dass wir auch uns entspannen können. Und wir sollten uns von diesem Selbstbild verabschieden, was oft propagiert wird, dass wir stets aktiv und voller Energie sind, weil das geht nicht. Wir brauchen immer wieder dieses Auf und Ab zwischen Anspannung und Entspannung. Und hier habe ich nochmal verschiedene Regeln aufgeschrieben für einen guten Lebensrhythmus. Pausenlosigkeit macht krank, das heißt, wir brauchen immer wieder Pausen. Planen Sie die für sich wirklich ein. Sie können sich so einen Wochenplan machen, Sie haben vielleicht schon ein Time-Management-System oder einen Outlook-Kalender, mit dem Sie arbeiten. Planen Sie sich ganz bewusst Pausen ein. Alles hat seinen Ort und seine Zeit. Lassen Sie sich nicht treiben, sondern schauen Sie, was möchte ich wann wo tun. Seien Sie selbstbestimmt, seien Sie proaktiv. Und geben Sie sich die Zeit, die es braucht. Also brechen Sie nicht etwas übers Knie, wo Sie merken, das kann ich noch nicht entscheiden. Das braucht noch etwas Zeit und geben Sie sich die Zeit und lassen Sie sich nicht von anderen hetzen. Und die Zeit, die wir einer Sache geben, entscheidet oft über die Qualität. Das heißt, gerade eine Lebensvision, wir haben es jetzt hier mal exemplarisch durchgespielt, aber geben Sie sich entsprechend auch Zeit dafür, die zu finden, sodass Sie wirklich sagen können, die ist es jetzt, weil das bestimmt jetzt mein Leben. Das kann natürlich sich immer wieder nochmal ändern, dass Sie die nochmal anpassen, aber eher in großen Zeitrhythmen, nicht jetzt vom einen Monat zum nächsten ganz radikal. Und immer wieder das Gleichgewicht zwischen Kontinuität und Diskontinuität, dass wir immer wieder, was in Punkt 7 auch steht, diesen Rhythmus zwischen Anspannung und Entspannung finden und dass wir auch Dinge unterbrechen können. Sie können auch eine Karriere mal unterbrechen für ein Sabbatical. Oder Sie können auch keine klassische Karriere machen, sondern sagen, ich switche jetzt nochmal in eine andere Branche oder vielleicht sogar einen ganz anderen Beruf, wenn Sie wirklich merken, das passt nicht. Und wie es so schön gesagt wird, jeder Weg beginnt mit dem ersten Schritt. Und solange Sie einen Schritt machen, wird der nächste Schritt automatisch auf Sie zukommen. Das Schlimmste ist, wenn Sie in so einer Starre verbleiben und sich nicht bewegen. Das wird auf jeden Fall eher zum Stillstand führen und Sie nicht auf den Weg bringen, der Sie wirklich zu einer guten Karriere führt. Sie können sich hier nochmal anschauen, wie Sie an bestimmte Dinge kommen, die Sie beschleunigen können. Ich habe hier mal zwei Beispiele gegeben. Nicht beliebig zu beschleunigende Prozesse könnte Weiterbildung sein. Was könnte ich tun, um sie zu beschleunigen? Ich könnte mir genügend Freiräume schaffen und die optimalen Lernmedien besorgen. Und so können Sie das mit anderen Themen auch machen, dass Sie sich vergewissern, okay, wo brauche ich denn noch eine Beschleunigung? Wo brauche ich noch mehr, um an das Ziel zu kommen, was ich mir ausgesucht habe? Und was muss ich tun, um diesen Prozess zu beschleunigen? Und auf der nächsten Folie sehen wir dann, wozu nehme ich mir noch nicht genügend Zeit und warum mangelt es dann an Qualität? Ein Beispiel könnte sein, Gespräche mit dem Lebenspartner. Der Mangel zeigt sich darin, dass ich nur mit ihm spreche, um das Regeln meines Alltages zu organisieren. In der Karriere könnte es sein, ich rede zu selten mit meinem Vorgesetzten und stelle ihm gar nicht vor, was ich den ganzen Tag mache und wo meine Projekte stehen und welche Erfolge ich bereits schon erzielt habe. Und mache ich die eigentlich schon bekannt in der Organisation und bei den richtigen Leuten, bei meinen Mentoren oder bei den Leuten, die über meine Karriere entscheiden, wenn es darum geht, wann ich wohin befördert werde. Also sind alles nochmal Tools, an denen Sie arbeiten können, um Dinge nochmal bewusster zu steuern. Und zum Weiterlesen empfehle ich hier das Buch von Lothar Seiwert, Life Leadership, sinnvolles Selbstmanagement für ein Leben in Balance. Da sind viele Dinge entnommen aus dem heutigen Webinar. Grundsätzlich hat er sehr gute Tools entwickelt, die er auch zum Teil aus den USA hat, von Stephen Covey, der auch sehr, sehr bekannt ist, wie Sie Ihr Leben entsprechend planen können. Und all diese Dinge können Sie auch direkt 1:1 auf Ihre Karriere anwenden und auf Ihr privates Leben natürlich. Und am Schluss möchte ich dann natürlich auch noch
empfehlen, dass ein Coaching natürlich eine sehr gute Hilfestellung sein kann für Karriereplanung. Ich selber bin eben auch Business Coach und habe in vielfacher Hinsicht immer wieder Klienten, die ihre Karriere planen wollen, die sich neu orientieren wollen und die immer wieder auch merken, dass eine Anregung durch einen professionellen Coach, der gut ausgebildet ist mit den entsprechenden Tools und Methoden, eine große, große Hilfe sein kann, dort besser nach vorne zu kommen. Und da es sich um Business Coaching handelt, können Sie diese Coachings sogar von der Steuer absetzen, also ideale Investition in diesem Sinne auch. Und Sie kommen selber schwierig an bestimmte Dinge ran, wenn Sie die nicht entsprechend professionell reflektieren, weil viele Dinge auch in der Person verankert sind, in unserer Persönlichkeit, wie wir geprägt sind. Und da kann ein Coach von großer Hilfe sein. Und wenn Sie das Gefühl haben, Sie möchten vielleicht mit mir dazu in Kontakt treten, dann sehen Sie hier noch meine E-Mail-Adresse unten, jens.lende@directbox.com, wo Sie gerne jederzeit mit mir Kontakt aufnehmen können. So, ja, wir kommen zum Ende des Webinars. Wir sind jetzt schon, haben die Stunde rum, aber dennoch wollte ich Ihnen auf jeden Fall die Möglichkeit lassen, hier Herrn Glende noch Fragen zu stellen, die vielleicht noch offen sind aus dem Webinar. Wir hatten ja zwischendurch schon ein paar Fragen eingestreut, aber Sie können jetzt gerne noch mal in sich gehen und überlegen, was Sie für Fragen haben. Die erste Frage kommt auch schon rein, wo man die Folien und das Video findet. Wir werden das ab Freitag einmal auf unserer Seite access.de/Webinare, können Sie den Link sehen, das wird auf YouTube, haben wir die Präsentation mit der Tonaufnahme. Da können Sie sich das gerne nochmal in Ruhe anschauen, anhören und ja, die Übungen auch nochmal wiederholen. Da das ja jetzt doch einem Zeitraffer geschehen ist, da braucht man natürlich viel mehr Zeit normalerweise zu, können Sie gerne nochmal wiederholen. Ich habe hier eine Frage reinbekommen, wie kann man damit umgehen, wenn man zum Beispiel eigentlich mehr Sport machen möchte, gleichzeitig aber so perfektionistisch ist, dass man die Studienaufgaben perfekt machen will. Das heißt, es bleibt keine Zeit zum Sport. Wie kann man damit umgehen? Ja, ist eine sehr klassische Frage. Gerade bei uns in Deutschland, aus meinem Eindruck selber heraus, es gibt so fünf innere Antreiber, die wir alle haben, also nicht nur in Deutschland, sondern alle Menschen, aber gerade in Deutschland ist aus meiner Sicht dieser innere Antreiber stark ausgeprägt, der nennt sich sei perfekt, also dass wir alle irgendwo durch unsere Erziehung, durch unsere Kultur geprägt sind, alles perfekt und fehlerlos machen zu wollen, und das ist an sich natürlich erstmal eine gute Absicht, eine gute Intention. Aber ab einem gewissen Punkt, wenn das zu stark ausgeprägt ist, wie der Teilnehmer ja auch schon geschrieben hat, dann wird es ein Problem, dann hindert es uns. Und was dann fehlt in dem Moment, ist die innere Erlaubnis, Fehler machen zu dürfen, weil Fehler an sich überhaupt nicht schlimm sind. Wir sollten nur nicht den gleichen Fehler immer und immer wieder machen, aber wir alle sind nicht perfekt und niemand auf der Welt ist perfekt und niemand war auch wirklich jemals perfekt, weil das ist unmenschlich. Also, das ist der eine Punkt. Geben Sie sich die innere Erlaubnis, es ist völlig okay, Fehler zu machen und nicht alles perfekt zu machen. Und der Punkt, der das auch nochmal empirisch belegt, ist dieses Pareto-Prinzip oder diese 80-20-Regel, die Sie vielleicht einige von Ihnen kennen, wo auch belegt ist, dass wir mit 20% Input 80% des Outputs erreichen. Und nur um die restlichen 20% Outputs zu 100% zu erreichen, müssen wir nochmal 80% Input geben. Und das ist natürlich total ineffizient. Das heißt, perfekt sein zu wollen, ist nicht professionell. Auch wenn das eventuell sich provokant anhört. Aber es ist so. Also versuchen Sie bestmöglich, sich klarzumachen, dass wenn Sie versuchen, perfekt zu sein, behindern Sie sich selber. Und das merken Sie auch selber schon, dass Sie eben nicht genug Zeit für Sport haben oder gar keine Zeit mehr. Das heißt, versuchen Sie nur das Wichtigste bei den Aufgaben zu machen, die an Sie angestellt werden. Und das reicht in der Regel aus, wenn Sie 20% da einsetzen, und damit werden Sie 80% des Ergebnisses erreichen. Und ich weiß, das wird am Anfang sehr schwer sein, weil in Ihnen eine Stimme sich melden wird, die wird sagen, das geht ja jetzt gar nicht, das kann ich ja so nicht abgeben und überhaupt, und da bist du ja noch das und jenes. Und, ne, das ist nicht wirklich so. Sie werden vielleicht feststellen, andere
Kommilitonen oder Kollegen machen das nicht perfekt und die kriegen auch gute Noten und die sind viel früher fertig und haben auch ein gutes Leben, vielleicht sogar ein besseres. Also ist alles erstmal in Ordnung, wenn Sie so einen Hang nach Perfektionismus haben, aber machen Sie sich ruhig bewusst, dass der Sie so stark bremst, dass er sogar eher hinderlich ist und Ihnen sogar vielleicht langfristig schadet. Und lassen Sie dieses Gefühl möglichst los, alles perfekt machen zu wollen und bringen Sie etwas mehr Leichtigkeit in Ihr Leben rein und genießen Sie auch den Sport gut zu machen. Und dann den Sport natürlich auch nicht perfekt, ne? Das wäre sonst das Gleiche nur im Sport, sondern dass Sie sich auch gönnen, zu sagen, ich mache den Sport jetzt einfach und ich lasse das andere mal so, wie es ist, weil ich weiß, ich habe das Beste schon getan, um es gut abzuliefern und mehr ist wirklich unsinnig und schadet mir selber. Eine gute Frage ist auch noch, ob es einen guten Tipp gibt, um Pläne auch sicher in Taten umzusetzen und abzuschließen. Ja, der eine Punkt ist, am besten sofort anfangen. Das heißt, jetzt nach dem Webinar nicht irgendwas anderes machen, sondern genau das machen, was für Sie jetzt da rausgekommen ist als Resultat, was Ihnen jetzt nämlich wichtig ist. Das ist nämlich nicht zu verschieben, sondern sofort zu machen. Weil jetzt haben Sie die Motivation nämlich. Und sobald Sie das anfangen, sofort da dranbleiben und sich auch ein Stück weit zu zwingen, weil auf der einen Folie mit dem Coaching stand ja auch drauf, den inneren Schweinehund zu überwinden. Da gibt es viele Möglichkeiten, wie Sie das hinkriegen können. Der Beste ist, dass Sie sofort anfangen. Und dann danach, wenn Sie jetzt nach dem Webinar sofort die Dinge machen, die für Sie wichtig sind, die ersten Schritte umsetzen, entweder Lebensvision nochmal erarbeiten oder ausformulieren oder die Übung vielleicht nochmal stärker machen oder vielleicht sich einfach nochmal hinsetzen und ein bisschen überlegen, was das für Sie jetzt alles bedeutet, aufschreiben und dann die ersten Schritte direkt formulieren. Das bedeutet für mich, wenn ich jetzt eine Lebensvision vielleicht schon habe, okay, das bedeutet für mich in den vier Lebensbereichen jeweils einen Schritt für jeden Lebensbereich, den Sie in dieser Woche schon zumindest anfangen können. Und dann das natürlich ganz konsequent so weiter zu planen mit einem genauen Tag, mit einem genauen Schritt, den Sie dann machen wollen und dann auch an der Umsetzung dran zu bleiben. Das heißt, Sie steuern Ihr Leben, wie Sie ein Projekt steuern würden. Und das können Sie wahrscheinlich sehr gut, vermute ich mal, weil da sind wir alle sehr gut geschult, Projekte durchzuziehen und zu organisieren. Den großen Punkt, den wir dann vergessen, ist, dass wir das mit unserem eigenen Leben genauso machen können und vielleicht auch sollten. Eine andere Frage ist, wie selektiert man einen guten Coach? Auf was sollte man da achten? Auch eine super Frage. Das eine ist, dass er selber Business-Erfahrung hat. Das heißt, schauen Sie sich an, was für einen Werdegang hat der Coach? Wo kommt er her? Hat er in der Wirtschaft überhaupt schon mal gearbeitet? Im besten Fall hat er auch in so einem Umfeld schon mal gearbeitet wie Sie selber. Das muss nicht unbedingt so sein. Ein guter Coach kann sich auch in jede Situation dann reinarbeiten. Aber wenn Sie einen Coach haben, der sowieso Ihre Situation schon kennt, dann ist das natürlich umso besser. Aber da ich ja auch zum Beispiel unterschiedlichste Unternehmensgrößen und Branchen coache, weiß ich eben, dass das nicht unbedingt zwingend sein muss. Also das Erste ist aber auf jeden Fall irgendeine Business-Erfahrung. Er sollte Erfahrung haben mit auch einer eigenen Karriere, mit Organisationen im Wirtschaftsbereich. Das ist ganz wichtig. Das Zweite ist, er sollte eine gute Ausbildung haben. Was bedeutet das? Er sollte am besten eine Ausbildung gemacht haben, die von einem der wesentlichen Verbände zertifiziert ist. In meinem Fall ist es der DBVC. Das ist so mit der angesehenste Business Coaching Verband in Deutschland. Es gibt aber noch den DCV, es gibt den DVCT und es gibt noch unterschiedliche andere Verbände. Aber einer von den Verbänden sollte auf jeden Fall da genannt sein bei der Zertifizierung der Ausbildung. Und es sollte aus meiner Sicht unbedingt auch ein Coach sein, der entsprechende Selbsterfahrung gemacht hat. Also der selber weiß, was es bedeutet, Dinge an sich zu verändern, Dinge an sich zu erforschen, bewusster zu machen und durch Veränderungsprozesse zu gehen. Weil es gibt auch Ausbilder und Ausbildungen im Coaching-Bereich, die sagen, das ist uns nicht so wichtig. Ich halte das für absolut wichtig, dass ein Coach selber auch Selbsterfahrungen gemacht hat, also an sich gearbeitet hat, seine eigenen Themen kennt, weil wenn ich meine eigenen Themen nicht kenne, dann verwechsle ich plötzlich irgendwann plötzlich meine eigenen mit denen des Coaches, also des Klienten, und das wäre ganz schlecht. Das wären für mich die drei wesentlichen
Aspekte. Ja, aufgrund der fortgerückten Zeit, würde ich sagen, wir lassen es hierbei. Es kommen noch ein paar Fragen rein. Wie gesagt, Sie haben den Kontakt zu Herrn Glende. Können Sie ihn auch gerne nochmal anschreiben? Ich würde sagen, wir beenden hiermit das Webinar. Vielen, vielen Dank, Herr Glende, für Ihre Ausführungen und auch dafür, dass Sie sich Zeit genommen haben, hier noch die Fragen zu beantworten. Vielen Dank auch an die Zuhörer, die alle so jetzt auch noch weiter geblieben sind im Webinarraum. Ich hoffe, es hat Ihnen allen gefallen und wir hören uns beim nächsten Webinar wieder. Ich wünsche Ihnen heute noch einen schönen Abend. Ihnen auch, Herr Glende. Vielleicht noch ein vielen paar Dank auch abschließende an Sie, Frau Worte von Pilkun. Ihnen. Ja, vielen Dank an alle Teilnehmer nochmal. Danke auch an Access für das Webinar und die Möglichkeit, Ihnen auch das zur Verfügung zu stellen, was wir heute hier angeboten haben. Und ich hoffe, es hat Ihnen allen etwas gebracht und eine gute Karriere damit. Dann wünsche ich Ihnen allen für heute Abend noch einen Sport- oder Freizeitabend ganz im Sinne des Webinars und würde mich freuen, Sie beim nächsten Mal wieder zu begrüßen. Auf Wiederhören.